Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, geht es heute um den Wochenabschluss 1 im November 2023. Also würde ich sagen, nicht lange sappeln, sondern let's go! So, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich glaube, es ist jetzt circa eine Woche her, wo ihr mich zuletzt gesehen habt. Dieses Video wird standardmäßig jetzt nicht am Sonntag rauskommen, sondern geplant ist es, jetzt hakt schon wieder meine Verbindung, geplant ist es, dass es am Samstag rauskommt. Ich habe im November vor, das ein bisschen zu splitten. Und zwar habe ich einige Kommentare bekommen, dass die Videos zu lang sind. Wiederum habe ich auch Kommentare bekommen, dass sie meine Videos in dieser Länge lieben. Ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal im November. Jo, und tatsächlich hat sich die Verbindung hier wieder gekappt. Also, wo war ich? Ich habe mir gedacht, dass ich im November, genau so war das, das splitten werde. Ich werde die Wochenabschlüsse auf den Samstag laufen lassen und das Spielevideo auf den Sonntag. Mal schauen, ob euch das lieber gefällt. Dann muss ich nicht ganz so hetzen. Klar wird der Wochenabschluss ein bisschen länger immer sein als das Spielevideo, denke ich mal, weil ich ja nicht so viele Spiele spiele. Aber ich habe mir gedacht, dass ich in einem Wochenabschluss, wenn ich Amazon-Bestellungen habe und mir was kaufe, dann zeige ich euch das in diesem Video. Und wenn neue Spiele einziehen, weil ich bei Etsy mal wieder fündig geworden bin, zeige ich euch das im Spielevideo. Also gibt es im November, kann man sagen, Samstag und Sonntag ein Video von mir. Mal schauen, wie euch das Format dann so gefallen wird. Ihr könnt ja dann gerne in den Kommentaren einfach euch dazu immer äußern. Und dann würde ich sagen, ja, wir starten, ne? Dann habt ihr dieses auch mal gehört. Und ja, und bevor wir jetzt mit dem Wochenabschluss komplett anfangen, muss ich einmal, weil ich beim Wochenabschluss 5 im Oktober ja vergeblich diese 9 Cent gesucht habe. Und deswegen würde ich sagen, werden wir da jetzt einmal kurz hinspringen und schauen, was ich da verzapft habe, damit ich den Wochenabschluss da mal genau nachprüfen kann. Weil ich hatte ja 2 Abonnenten, die haben ja echte Adleraugen. Und ich glaube, das war Lady Freaky und einmal Artuniel. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Aber ich gehe jetzt einfach mit euch kurz mal zurück in die Vergangenheit. Und wir schauen uns mal den letzten Wochenabschluss an. Also die 4,99, die waren richtig, da habt ihr nichts gehabt. Aber ich will aber mal schauen, wo diese 9 Cent kommen. Und ihr habt gesagt, die kommen definitiv von Lebensmitteln. Und ich bin da auch einmal kurz rüber gehuscht, um mir das mal anzuschauen. Und zwar ging es darum, dass es 260,1 hier steht, es aber tatsächlich 260,10 sein sollten. Ja, und das überprüfen wir jetzt einmal. Ich denke, ich werde trotzdem hier vielleicht eine Verbesserung machen, aber da die Centbeträge eh rausfliegen, wird der Übertrag schon stimmen. Also schaue ich mir das jetzt einfach mal mit euch zusammen an. Und zwar muss ja mein Mann sich da ja irgendwie vertan haben. Also 298,28 waren im Topf. Und ausgegeben hatte er 38,18. Und dann sind das 260,10. Ja, und da ist der Fehler. Ich werde das jetzt einfach mal mit euch zusammen korrigieren. Und dann schauen wir, wie sich das alles hier so ein bisschen verändert. Also hier muss jetzt 260,10 stehen. Ja, diesmal habe ich das irgendwie nicht nachgerechnet. Ich glaube, ich muss mir das echt angewöhnen, das zu tun. So, dann hatten wir Ausgaben noch von 69,9. Dann sind wir bei 191,1. Leute, soll ich euch was sagen? Ich habe mit diesem Stift hier so oft radiert, mal gucken, ob ihr das sehen könnt, dass ich hier oben schon ein Loch habe. Das heißt, ich musste mich neu eindecken. Das seht ihr aber, glaube ich, doch heute noch, glaube ich. Ja, heftig. So alt ist das Ding schon. Also ich benutze das ja echt schon 3, 4 Jahre oder so. Dafür sieht er echt noch richtig gut aus, weil ich habe diese Stifte schon vorher immer benutzt. Also bevor ich angefangen habe, hier in diesem System zu budgetieren, habe ich sie schon immer für meinen Kalender benutzt. Apropos Kalender, ich habe gesehen auf Amazon, dass es diesen Kalender, den ich ja hier so nutze, es nicht mehr gibt in dieser
Also in diesem Coverstil. Ich habe euch aber eine Alternative verlinkt, die eigentlich vom Prinzip genauso ist. Nur, dass sie ein anderes Cover hat. Nur, damit ihr es mal gesehen habt. So, schnell weg. Wenn ich mal schon drüber spreche. So, weiter im Text. So, dann sind wir bei 191,1. Und dann muss ich nochmal die 14,37 abziehen. Dann sind wir bei 176,64. Und so hat sich das ganze Budget hier schon ein bisschen verändert. Und ich werde das jetzt hier einmal korrigieren, damit hier am Ende dann die richtige Summe steht. Das heißt, in Lebensmittel hatten wir dann Ausgaben. Ich hatte ja hier schon das Problem mit den 4,99, ne? Aber das war korrekt, dass ich das so gemacht habe, weil der Anfangsbestand natürlich ein anderer ist. Ich glaube, da geht ihr mit mir konform. Aber ich muss hier einmal mal gucken, ob ich das hier zumindest noch richtig übertragen kann. Das heißt, ich gucke jetzt mal, was für Ausgaben wir hatten. 14,37, 69,9 und die 38,18. Dann sind wir hier bei 121,64. Die Ausgaben bleiben die gleichen. Aber in die Box sind dann ja 9 Cent mehr gekommen. Das heißt, ich rechne jetzt einfach mal das plus 9 Cent. Dann sind wir hier bei 26,64. So. Und dann müssten wir am Ende ja richtig dastehen. 26,64. Und ich rechne jetzt im Schnelldurchlauf alles mal durch. So, 111,24, kommt das hin? Jo. 111,24, so. Und dann schauen wir mal. Also 817 hatten wir im Topf. Ausgegeben haben wir 220,71. Dann sind noch rausgekommen die 111,24 und dann haben wir 483,24. Gut, die richtige Summe stand ja hier, also habe ich das im nächsten Monat auch übertragen, weil ich habe vorsichtshalber die richtige Summe dahin geschrieben, damit ich ihm halt nicht in den nächsten Monat was Falsches übertrage. Genau, sozusagen. Wo die Summe sich hier eh immer verändert, weil durch den Minusbetrag, der im November hoffentlich dann anders aussehen wird, weil ich das dann nicht unbedingt mehr machen muss. Gut, dann sage ich tausend Dank, ihr Lieben, dass ihr das zumindest erkannt habt. Klar, ich müsste das jetzt hier auch nochmal umändern. In 26, 64, der Richtigkeitshalber. Das mache ich jetzt einfach und dann ist gut. Das Endergebnis bleibt eh das gleiche. Und ich habe hier auch keinen Strich gezogen, sehe ich gerade. Also, irgendwie habe ich ja echt geschlafen. Ah nee, das ist der Monatsabschluss. Nee, dann passt das. So, gut. Jetzt habe ich ein bisschen natürlich gespoilert. Aber ist ja nicht schlimm. Ne? Also, ihr habt ja bestimmt nicht so genau hingeguckt. Außerdem ist das Endergebnis ja wichtig. Gut, der kann also weg. Ich fand den Oktober echt schön, ne? Aber ich freue mich jetzt auch auf den November. Oh Mann. Gut, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Und dann würde ich sagen, Standardspruch. Ich glaube, ihr könntet unten mit Sicherheit bestimmte Sätze von mir schon kommentieren, was ich immer so als Standardwörter benutze. Also ich höre es zumindest, wenn ich schneide, denke ich, oh, schon wieder. Also ihr Lieben, macht euch was zu trinken und macht es euch gemütlich. Ich habe schon gehört, dass ihr euch abends immer gerne einkuschelt, mit mir die Videos schaut. Mache ich eigentlich auch so. Immer wenn ich ein Video von einer Kollegin gucke, dann mummel ich mich immer ein und dann wird erstmal schön ein Video angeschaut. Und ja, wir gehen zu den Abonnenten rüber. So, jetzt habe ich hier wieder gekleckert. Nicht gekleckert, aber ich habe hier zu schnell zugemacht. Und jetzt habe ich hier natürlich standardmäßig wieder Flecken. Ich weiß, dass einige von euch auch mein November-Cover benutzt haben. Ich habe ja zwei, glaube ich, zur Auswahl für den November gehabt. Ich habe hier manuell nochmal den 2023. Normalerweise drucke ich mir das eigentlich immer so aus, aber ich habe es die letzte Zeit immer vergessen und ich habe es einfach mal nachgetragen. So, hier habe ich es mit integriert, aber da die Vorlagen ja im Shop
auch für nächstes Jahr noch verwendet werden könnten, damit ihr dann auch im Laufe der Zeit eben halt viel, viel mehr November-Cover habt oder Oktober-Cover etc. pp., habe ich das Datum einfach rausgelassen. So könnt ihr dann im späteren Verlauf immer individueller werden mit den Vorlagen, die es im Shop gibt. Genau, wir starten mit den Abonnenten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es echt nicht. Aber ich finde das echt witzig, weil ihr guckt ja die Videos dann ja sozusagen, ich drehe ihn Sonntag und das auf den folgenden Samstag, also jetzt aktuell dann am 4. Genau, weil heute ist der 5. Sonntag, 5.11. Und was für ein Blödsinn erzähle ich jetzt gerade, am 11. Genau, am 11. werde ich das dann noch reinstellen und dann seht ihr dieses Video und da hat sich das wahrscheinlich, wie ihr selber schon festgestellt habt, komplett verändert. Und wir haben das letzte Mal das am 28.10. gemacht. Da waren wir bei 404 Abonnenten und heute haben wir, ich muss mal ein bisschen rutschen. So, heute haben wir, ich orientiere mich immer ein bisschen, wie ich das sonst normalerweise machen muss oder würde. Ich Freak. Also, Moment, genau. Oh, ich habe das hier trotzdem anders gemacht als im September. Ist mir zumindest aufgefallen. Guck mal, da habe ich gar keinen Strich gezogen dazwischen. Egal, gefällt mir so besser. So, heute ist also, wie ich sagte, der 5.11. Und wir haben jetzt die Kalenderwoche 44, ja. Also genau eine Woche weiter. Kommt mir gar nicht so vor, weil ich habe so viele Videos letzte Woche gedreht, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich viel, viel mehr Zeit vergangen ist. Aber nein, es ist wirklich eine Woche weiter, denke ich mal. Warte mal, der 28. war ein Samstag. Eine Woche und ein Tag weiter. Okay, also 8 Tage. Und ja, ich habe nachgeschaut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob es vielleicht von der lieben Annette ist, liebe Grüße, die ja ein bisschen Werbung für mich gemacht hatte. Auf jeden Fall habe ich in den Kommentaren nichts lesen können, von wo diese neuen Abonnenten kamen. Liebe Grüße erstmal an euch und natürlich auch liebe Grüße an den alten Hasen. Also der Stream, ne? Ich habe ja eine Premiere gemacht. Ich glaube, das war der Monatsabschluss. Was waren das? Der Monatsabschluss, Oktober, genau. Da habe ich eine Premiere gestartet. Ich wollte das mal austesten. Ich war ja neugierig. Ich so zu meinem Mann, ey, was ist das denn? Wollen wir das mal machen? Da kann ich mich da auch mal ein bisschen reinfuchsen. Und er so, macht das doch. Ja, ich weiß, sage ich, mittags ist eigentlich nicht so eine gute Zeit, aber zum Testen finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sowas von Spaß gemacht. Und ich konnte ja auch mal sehen, wie mehr immer die Zuschauer wurden. Ich glaube, das Höchste war 20 auf einen Schlag. Fand ich aber richtig toll. Es hat echt viel Spaß gemacht. Und ihr könnt ja auch sonst mal unten in den Kommentaren schreiben, wie euch das gefallen hat. Der Chatverlauf, der müsste im Monatsabschluss auch eigentlich ersichtlich sein. Also jeder, der dieses Video sieht, kann den Chatverlauf eigentlich anklicken und man kann ihn im Laufe des Videos immer sehen, was wir da so von uns gesappelt haben. Finde ich irgendwie total cool und ich denke auch, dass ich das bestimmt nochmal machen werde. Der Plan ist vielleicht einmal im Monat oder so. Ich denke aber mal, dass euch das lieber ist, wenn ich vielleicht eine Umfrage starte, zu welchem Zeitraum euch das vielleicht besser gefällt von der Uhrzeit her. Ich denke mal, abends ist es besser, aber das wird nicht das letzte Mal sein. Das hat echt Spaß gemacht. So, Pina, nicht sappeln. Ich schreibe schon mal die erste Zahl auf, ja? So. Und ja, 433 Abonnenten. Muss ich da irgendetwas zu sagen? Ich finde das so heftig, was in diesen 8 Tagen passiert ist. Also haben wir eine Erhöhung von 433 minus die 404, die wir hatten. 29 Abonnenten sind hinzugekommen. Heftig, aber richtig heftig. So. 29. Diesmal mache ich das nicht mit Herzchen, weil ich mir dieses schöne Licht hier nicht so wirklich einsauen will. Aber ich sage tausend Dank, ihr Lieben. Ich habe schon diese Woche mir aufgeschrieben, wann ich die ersten Artikel bestellen werde. Und ich weiß auch schon, was im Gewinnspiel sein wird. Und ich denke, bei den 500 Abonnenten wird es ein Special-Video geben. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Und da freue ich mich schon. Ah, ich weiß ja nicht, ob ich euch das auch erzählt habe, aber ich habe am 1.
November, genau am 1. November, die 4000 Stunden Watchtime erreicht. Keine Ahnung. Es ist einfach so passiert. Der erste Step war eigentlich 3000, die hatte ich ja schon lange. Schon lange, übertreibt man nicht hier. Aber die hatte ich schon und am 1. November habe ich die Watchtime von 4000 erreicht. Das heißt, beide Steps, die ich benötigt habe, die sind schon erreicht. Das heißt, ich brauche den ersten Step jetzt von 500 und dann kommt der zweite Step von 1000 und dann habe ich schon wieder geschmiert. Oh, seid ihr auch so pingelig? Also, schlimm. Schlimm. Achso, Lady Freaky, meine Liebe, du wolltest, dass ich dir einen Brother-Zocker unten verlinke. Ich habe einen rausgesucht, den wir, wenn unser kaputt gehen sollte, auch kaufen würde, von dem aktuellen Stand. Der hat genau das gleiche, was wir auch haben. Scanner, Fax, Drucker, was hat er noch? Kopieren kann er. Genau, der hat so dieses Standardpaket und vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von dem USB-Anschluss, glaube ich auch, von dem, was er so bietet, Tintenstrahldrucker natürlich, habe ich unten nochmal verlinkt, kannst du dir einmal anschauen. Der hat sogar noch ein Special, den wir nicht haben, und zwar der hat sogar zwei Fächer für Druckerpapier, finde ich genial, weil da könnte ich arbeite hier mit verschiedenen. Das ist ganz normales Druckerpapier, was ich hier benutze für meine Seiten, für die wieder, ich weiß ja jetzt, dass sie die wieder heißen. Ich habe sie ja beinahe Pfanner tituliert. Kann sein, dass ich das irgendwann in der Kategorie im Shop in Klammern nochmal die wieder setze. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber eigentlich total logisch, ne? Auf Italienisch wäre das dividere, das heißt teilen. Also, ja, ich komme auf das Simpelste nicht. Aber okay, ist halt so. Genau, wo war ich jetzt? Wo wollte ich jetzt hinaus? Genau, da benutze ich 120 Gramm Papier und ich habe mir jetzt neues Druckerpapier bestellt für, Moment, ich guck mal, 180 Gramm Papier und ich habe mir da jetzt die ganzen Tracker für mich schon mal. Und das Papier ist echt gut. Ich wollte es zwar doppelt machen, aber Moment mal, das ist es nicht. Das ist das Neue. Habe ich noch nicht beklebt. Das beklebe ich dann einfach, wenn ich es brauche. Genau. Und das ist natürlich fast genauso stabil alleine wie das, was ich doppelt habe, weil das ist ja 120 Gramm Papier mal 2, sozusagen habe ich hier eine Stabilität von 240 Gramm und das alleine ist schon 180 Gramm. Und wenn ich die beiden natürlich zusammen bekleben würde, dann hätte ich ja richtig stabiles Papier. Und mein Drucker hat das mitgemacht. Ich war erst so überlegen, nimmt er 180 Gramm Papier? Hat er. Also bin ich zufrieden und ich habe mich dementsprechend dann ein bisschen schon mal eingedeckt, wenn ich die brauche. So, ich ziehe euch mal ein bisschen weiter hoch. Ich bin einfach zu nah dran an mir. So, ich brauche ein bisschen mehr Armfreiheit. Gut, das passt so. Gut, also sind wir jetzt bei 433. Ich bin gespannt, ob wir es diesen Monat noch schaffen. Ihr könnt ja gerne mal einen Tipp abgeben, wie es zum Ende des Monats aussehen wird. Und das werde ich mir dann hier oben natürlich wieder eintragen. Also haut in die Tasten. Ich bin gespannt. Und ihr habt mir immer noch keine Tipps gegeben. Aber egal, ich finde schon was Schönes. So ist es nicht. So, und ich habe vorhin gerade, bevor ich das Video gestartet habe, die zwei Spiele, die ich ja von der lieben Denise bekommen habe, schon angeschrieben. Und die Gewinnerin ist Lenisch 5547. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ich habe sie auch schon im Wochenabschluss 5, glaube ich, im Oktober angeschrieben. Also melde dich bitte bei mir, damit ich dann deine Adresse habe und es dir zukommen lassen kann. Das war ja einmal das Spiel von der Budget Birdie und das Spiel Momento. Genau, diese zwei. Einmal das Spiel von der Budget Birdie und ich habe tatsächlich das gleiche Spiel. Habe ich nochmal nachgeguckt und das Gold ist Drachen von der lieben Susan von gemeinsam sparen. Und ja, damit ich euch das zukommen lassen kann, brauche ich eben halt die Adresse, besser gesagt nicht euch, sondern dir zukommen lassen kann. Brauche ich deine Adresse. Also ja, ich werde da noch einen Magneten noch hinzupacken, weil ja, dazu später. Aber auf jeden Fall, dann wisst ihr das. Denise war auch mit einverstanden, sie hatte kein Problem mit. Und wieso soll das hier bei mir liegen bleiben? Also, es ist zwar kein Gewinnspiel, es ist einfach nur, ich verschenke es sozusagen weiter. Ich weiß, ist nicht so gern angesehen. Man verschenkt ja eigentlich nicht Sachen weiter, die man geschenkt bekommen hat. Aber es wäre
einfach viel zu schade, es hier liegen zu lassen. Also das mache ich nicht, weil es gibt genug, die sich Spiele nicht leisten können. Und das wäre, also weiß ich nicht, das tut ja wirklich nicht Not, dass es hier einstaubt. So, liebe Denise, auch liebe Grüße an dich und tausend Dank nochmal. Meine Tochter ist echt ausgeflippt, ne, wo die Mangas hier angekommen sind. Gerade diese geile Federtasche, die du dazu gepackt hast, ne? Also, wow. Und sie war so, was? Woher weiß sie, dass ich auf Loki stehe? Ich bin der Meinung, ich habe sowas nie erwähnt, dass sie voll Marvel-Fan ist. Habe ich nie. Und ihr Lieblingscharakter ist tatsächlich Loki. Du hast echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Hut ab. Telepathische Kräfte oder so, ich weiß es nicht. Ey, sie ist fast an die Decke gesprungen. Hat sie versucht, langsam diesen Kleber abzuknibbeln, der auf der Postkarte war, wo du es ja mit dem schönen, wie nennt sich das Papier, du hast es ja richtig liebevoll verpackt. Und da hat sie es versucht, von der Postkarte richtig langsam abzuknibbeln. Hat sie nicht geschafft, hat sie mir dann in die Hand gedrückt und jetzt hängt das da. Also wenn du ihr Zimmer sehen würdest, ich glaube, wenn ich's darf, es ist ja immer noch privat, ne? Dann werde ich einmal noch rundum Wandbild machen, wie viele Poster sie da hängen hat. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Sie ist totaler Marvel-Fan, ne? Also hast echt den Nagel auf den Kopf getroffen. So, jetzt sapple ich wieder hier eine halbe Stunde. Ich wollte das Video eigentlich splitten, damit es nicht immer so lang ist. Eigentlich sapple ich sogar ein bisschen mehr schon, weil ich das eben wieder neu starten musste, das Video. Wegen meiner Verbindung. Okay. Wir starten. So, wir blättern jetzt einfach einmal weiter zu den Fixkosten. So, und dann wollen wir mal schauen, was sich hier so ein bisschen getan hat. Und zwar, ja, im Back-to-Bank habe ich auch wieder ein bisschen Kohle. Das heißt, die 60 haben wir einmal überwiesen. Und die andere 60, da werde ich das Datum von heute eintragen. Das heißt, es gibt wieder ein Schulden-Update, Notiz wieder an mich. Und da werde ich das Datum von heute eintragen und das ist ja der 5. Das können wir dann auch gleich machen, würde ich sagen. 5.11. Jetzt schön und richtig auf Strand. Dann haben wir die Miete überwiesen am 30.10. Ich sagte ja schon das letzte Mal, mein Mann möchte, dass ich ein bisschen Hackengas gebe. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Oder soll ich euch noch ein bisschen näher ranholen? Ich schau mal. So, ich habe euch minimal näher rangeholt. So, am 30.10. haben wir auch überwiesen, der Passat mit 140 Euro hat auch abgebucht. Das heißt, das müssen wir im Notizbuch auch nochmal ausgleichen oder einmal zeigen. Genau. Und die GDL hat am 1.10. abgebucht. Das ist das erste schon. Wir haben noch nicht mal den Monat so wirklich abgeschlossen und die haben das schon vorgemerkt. Also ich habe das schon im letzten Monat ja schon gesehen, dass sie ja bald abbucht und die sind eigentlich immer einer der ersten, wo mir das meine Bank anzeigt, dass die demnächst abbuchen. Das ist auch gleich geblieben. Strom haben wir ja überwiesen. Das ist schön, auch wenn wir die Abrechnung noch nicht erhalten haben. Und die SF1 habe ich auch überwiesen, weil diesen Monat wird auch einiges abgebucht. Zwar ein Teil Ende des Monats, aber das wollte ich einmal erledigt haben. Da könnt ihr einmal kurz reinschauen. Genau, abgehakt habe ich hier das auch schon, weil es alles so passte. Und ich habe eine Transaktion gemacht aufs Girokonto von 161,08 Euro, weil hier die Steuern für den Passat einmal abgebucht werden von 210 Euro und einmal die GZ haben wir überwiesen. Sonderbetrag von 55,8 bin ich der Meinung, ist das. Genau, 55,8 und 210 ist das Steuern. Wir haben auch schon, besser gesagt, mein Mann hat auch schon geguckt. Es wird sich in der Versicherung im nächsten Jahr was ändern. Er hat das schon gekündigt. Die Versicherungen werden bei uns zum Teil teurer, also zumindest mein Ab. Und deswegen hat er sich umgeschaut. Die Versicherung für meinen Mann wird günstiger, aber die Versicherung für mein Auto wird teurer. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Aber da wir sozusagen ein Erspartes haben, weil die Versicherung vom Passat günstiger wird und meine teurer, gehen wir trotzdem mit einem Plus raus. Das heißt, es ist alles gut, so wie es ist. Ich kann ab Januar natürlich die Raten dann ändern, aber es ist nicht so, dass wir jetzt dadurch, dass mein Ab teurer wird,
Genau, dass man ab teurer wird, kommen wir jetzt nicht aus unserer Ersparten, wie soll ich das sagen? Also wir kommen jetzt nicht aus unserem Ersparten raus, weil es im Endeffekt, oh, habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben schon? Un momento. Genau, der Passat halbjährlich, der wird uns dann 148,29 € kosten, genau. Und halbjährlich der ab, also wir haben auch geguckt auf jährlich, das wird sich nicht so viel tun. Das waren 2, 3 €. Aber diese Umstellung dann komplett hier, das hat sich nicht rentiert. Also haben wir das jetzt auch halbjährlich einfach gelassen. Und wie ihr seht, ist das dann nämlich günstiger. 148,29 € würde uns das dann kosten. Und hier sind das ja 167,91. Ich kann euch das ja einmal mal kurz zeigen. 167,91 € plus mein Ab. Der kostet jetzt nämlich aktuell, aber ich glaube bei den SF1, wenn ihr eh nochmal spezifischer drauf eingehen, nicht die Steuern, sondern die Versicherung, von einem Ab sind 86,32. Da sind wir auf eine Summe von 254,23. Und wenn ich jetzt die neuen Summen jetzt eben halt hier auch, wenn meiner dann teurer wird, auf 95,46 halbjährlich, dann siehe da den Vergleich. Hier habe ich ja 86,32 bezahlt. Kommen wir trotzdem im Plus raus. So wollte ich das einmal sagen. Weil jetzt ziehe ich mal von dieser Summe, die aktuell jetzt in 2022 ist, mal einfach mal ab. 148,29 minus die 95,46 haben wir immer noch ein Erspartes von 10,48. Ne? Auch wenn ein Auto teurer wird, dadurch, dass seiner billiger wird, sind wir da trotzdem noch gut vor. So, ich denke mal, so habe ich das am besten erklärt. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir bei den Fixkosten und wir schnappen uns jetzt einmal das nächste Buch für unsere Schulden. Hallo, willkommen im November, mein Lieber. Und gehen wir hier jetzt mal rüber. Ich habe dies hier schon eingetragen, 30.10.23, der ist schon abgegangen. Da sind wir bei 1.480 € mit der normalen Rate. Und ich würde jetzt gerne mit euch zusammen die Novemberrate machen. Die hake ich hier einfach schon mal ab. Und dann können wir hier vorne nämlich auch schon wieder was anmalen. So, und dann sind wir hier bei 180 € schon. So. Und dann können wir hier einmal ausrechnen jetzt. 1420, no, 1480, genau, minus die 60, dann sind wir jetzt bei 1420. Das ist doch sehr schön. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal Back to Bank an. Ob ich hier Geld drin habe, habe ich. 20, 40, 60 nehme ich hier jetzt raus. Und dann sind wir jetzt nun bei 27,43. Jo, das passt. So, dann werden wir das hier auch schon mal reinpacken, dass es hier schön anwächst. Oh, herrlich, ne? Also, was liebe ich ja. Sind wir hier schon bei 180 €? Sonst finde ich ja gut. Heute ist der 5.11. November plus 60 und dann sind wir hier bei 180 €. Und ich packe da extra immer ein bisschen 20er rein, also ein bisschen kleiner, weil ich, sobald ich das Geld nämlich zusammen habe, für alle neun, dann muss ich das für die variablen Kosten annehmen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Das passt. Das sind schon mal 180 €, die ich angespart habe. Und dann kommt der nicht so weit weg, weil wir dann noch ein bisschen eine Veränderung machen müssen im Passat, im Kredit vom Passat. Aber ich möchte jetzt einmal was ausmalen. So. Dann haben wir hier jetzt, wieso habe ich denn hier 1420 schon eingezogen? Habe ich mich das letzte Mal vertan? Also, wir haben doch jetzt 1480. 1480. Habe ich das noch nicht gemacht? Doch, 30.10. war der November. 1480.
Minus 60 sind 1420. Und wieso habe ich hier 1420 eingetragen? Habe ich jetzt doch zu viel ausgemalt, weil eigentlich sind wir doch jetzt bei 1420. Das ist ja seltsam. Habe ich das letzte Mal zu viel ausgemalt? Könnt ihr sehen, was ich gemacht habe? Ich habe mir hier die... Ich habe keinen Bock mal zu zählen. Ich habe mir die Reihenzahlen aufgeschrieben. Hier ist einfacher. Aber es kann ja auch nicht hinhauen. Bin ich ja jetzt bei 1420. Ich guck mal. Also von dahin... Moment mal. Wir haben da jetzt 1480 schon. Und das ist ja nur die monatliche Rate. Und jetzt ziehe ich einfach mal die 180, die ich schon angespart habe, ab. Denkfehler. Genau. Genau. Dann sind wir hier bei 1300 schon. Also hatte ich hier dann doch einen Fehler. So muss ich das rechnen. Ich hoffe, ihr geht da mit mir jetzt konform. Aber muss ja. Das ist ja die aktuelle Raten, immer die ich abziehe. Ich bin hier schon bei 1480. Extra gespart. Im Zipper habe ich schon 180 und die muss ich ja abziehen. Also, gut. Da wollen wir mal schauen. Da haben wir 1300. Das dividiere ich jetzt mal durch 48,30, weil ein Feld hat diese Summe. Komme ich bei 26 Felder. Habe ich doch zu viel angemalt. 28. Habe ich doch zu viel ausgemalt. Ja gut, dann lassen wir das jetzt so. Da habe ich mir ja letztes Mal vertan, wa? Gut, Pienchen, nicht schlimm. Nicht schlimm, lassen wir ihm halt so. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu dem Passat. Das wurde ja auch abgebucht, 140 Euro. Da habe ich euch eigentlich nur ein bisschen was zu zeigen. Und zwar habe ich hier auch schon eingetragen, Zinsen sind diesmal von 7,33 gewesen. Da sind wir jetzt hier bei einer Summe von 3.529,15. Das kann ich hier auch dann einmal mal das Spielgeld schon mal rausnehmen. Der erste Step und der zweite Step folgt dann, wenn das Kindergeld kommt. Und dann werde ich die 195 Euro noch extra einzahlen. Genau, also haben wir hier den 30.10. Abbuchung. Und dann sind wir hier bei 3.529,15. Und da will ich jetzt das Spielgeld raus haben. Zup. 1, 2, 3, 3, 5. 3.500 sind das schon mal. Also irgendwie ist der Winkel diesmal zu nah dran, glaube ich. Ich nehme euch wieder ein bisschen mehr raus. Ich glaube, so ist besser. So, 3.500 haben wir hier schon. Und jetzt brauche ich, der kann noch raus, der kann bleiben. Ich mache 30. 30, so, ich mache 30. So, wo bist du, 20 Euro Schein? Genau, 3.529,15. Und dann mache ich da jetzt das so. Ja. Und kann das wieder sein? Mal gucken. Bald kann ich ja echt ein 500er, 30 Euro fehlen noch. Und dann kann ich endlich ein 500er rausnehmen. Also rausgenommen habe ich jetzt zumindest schon mal 150 Euro, weil ich hier immer so schön aufsammle. Und das geht ja komfort. Also adieu, bis zum nächsten Mal. Dann kann das auch weg. Sehr schön. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch erstmal alles gemacht, weil ausmalen werde ich das hier erst, wenn ich die 195 Euro überwiesen habe. In Hoffnung, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Ne? So, ich kriege das noch eingeholt. So, ich glaube, dann haben wir die Fixkosten soweit auch besprochen. Bin gespannt, wann sie das Internet jetzt anpassen werden. Und ja. Man gut, ich habe eine tatsächlich Spalte, also von daher ist alles gut. So, dann kann dieses Buch jetzt weg. Dann sind ja die Fixkosten durchgegangen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer Lieblingsaufgabe. Wir machen den Monatsabschluss. Den Monatsabschluss habe ich mir so aufgeschrieben, tatsächlich. Aber es ist der Wochenabschluss. Tolle Notizen, die ich mir jetzt mache. Und lese das auch noch schön ab, ne? So,
zack, wieder weg. Jetzt habt ihr die Hälfte gesehen, also wisst ihr jetzt, was kommt. Oh Mann, oh Mann. So, und ich ziehe mir jetzt mal meine Tabelle und dann sehen wir uns gleich wieder, ihr Lieben. Bis Klicks. So, mein Lieben, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt mache ich mal wieder mein Lineal sauber. Also, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich da jemals ein Lineal sauber gemacht? Ne. Ich habe ja mal Ratzefummel. Kennt ihr das? Radiergummi, Ratzefummel, haben wir gesagt. Löcher reingepiekt. Oder angemalt oder verkrümelt oder was wir da alles gemacht haben. Aber sauber gemacht habe ich mein Lineal, glaube ich, in der Schulzeit nie. So, aber nützt ja nichts. Wir müssen jetzt gucken, was wir für Ausgaben hatten. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir starten. Also ich kann mich an gar nicht so viel erinnern, aber es kann immer täuschen. Also an das, was ich mich erinnere, muss nicht immer das sein, was wirklich dann gewesen ist. Also, dann nehmen wir uns mal wieder den Tracker hier raus, den wir vorhin schon in der Hand hatten. Was nehme ich denn diesmal für eine Farbe? Ich war ja sogar schon überlegen, ob ich hier einfach den Monat, den neuen Monat eintrage. Aber das ist ja Platzverschwendung, habe ich mir gedacht. So, was nehme ich für eine Farbe? Ach, eigentlich total egal, ne? Na ja, mal Gelb nehmen? Nö. Ich gehe wieder auf Grün. So. So viel Auswahl habe ich hier eh nicht an diesem Big Marker. Also, Hauptsache, ich kann das erkennen. So, gehe ich mal auf Grün. Und was hatten wir denn diese Woche für Ausgaben in Lebensmittel? Also, das war der Monatsabschluss. Das haben wir neu budgetiert. Also, 1, 2, 3 Ausgaben hatten wir. Jetzt habe ich natürlich Bammel, dass ich das hier vielleicht doch mal richtig ausrechne. Also, 51,37 bei Aldi, Lidl und Edeka. Mann, war bei Edeka. Ah, stimmt, ich brauchte bestimmte Nudeln, weil ich... Erzähle ich euch gleich. Was ist denn das? Ist das eine 11,25? 25 plus 3,89. Dann sind wir bei 66,51. Genau, ich brauchte bestimmte Nudeln, weil ich... springe ich jetzt auf und zeige euch das jetzt mal, was ich meine. Ich habe gestern nämlich, also ich mache ja meine Menüplanung zu Hause, meine Essensplanung. Ihr habt bestimmt auch schon im Shop gesehen, dass ich 2 neue Vorlagen reingestellt habe. Ja, weil meine alte Vorlage, die ich auch mit GoodNotes gemacht habe, die, ich hole jetzt einfach mal das Buch. So. Hier ist mein Buch. Das ist so was Altes von meinem ehemaligen Job noch, den ich hatte. Und diese Vorlagen, die ich mir damals erstellt habe, die waren bei GoodNotes. Und ich hatte euch ja erzählt, dass bei mir auf dem Rechner ich einige Sachen platt machen musste, weil er es nicht wollte, wie ich es wollte. Und hier organisiere ich eigentlich immer, was ich essen. Oder was wir essen. Und dann plane ich meine Menü. Und dementsprechend musste ich jetzt mal meine Vorlagen, ich glaube 2, 3 Stück habe ich noch ausgezuckt von denen, mir trotzdem neue erstellen. Und ich habe Minestrone mit Pesto und Salat gemacht, genau gestern. Und dafür brauchte ich so richtig dicke, fette Muschelnudeln. Und die gab es nur bei Edeka. Und da war man ja eh rüber wollte, zu Edeka und Tabak zu holen, weil Tabak holt er meistens bei Edeka, beim Tabakstand. Und aber das war es dann auch. Wir gehen nicht rein und gehen viel bummeln, habt ihr ja gesehen. Also meistens ist immer nur Edeka schnell Tabak. Und er sagte, ich muss Tabak holen. Ich so, ja gut, dann geh flitz bitte los und guck mal, ob sie bei Edeka diese Muschelnudeln haben und so. Genau, und da habe ich ja schon auch die ganze Woche geplant. Und ich koche meistens, versuche ich immer für 2 Tage zu kochen, so dass wir am nächsten Tag ja auch noch Reste essen können. Spart Strom, Zeit und Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich koche nicht immer so gerne. Ich muss da echt Bock zu haben. Aber ja, also haben wir gestern dieses schön leckere Minestrone gemacht mit selbstgemachtem Pesto. Das ging eigentlich ratzifatzi. Klar, Knoblauch, dann habe ich da Basilikum reingemacht, dann habe ich da Olivenöl reingemacht, dann habe ich, Pinienkerne reingemacht, Parmesan rein, alles so schön mit dem Mixer durchstampfen und dann Gewürz mit Salz und Pfeffer. Und das ist der Pesto. Also der geht eigentlich relativ flott. Und ich habe auch eine Ordnung. Ich habe so eine... Oh, jetzt habe ich schon wieder so lange mit euch. Ich habe so... Ich mache ein Foto und blende euch das ein. Ich habe eine Sammelleidenschaft gehabt über 10 Jahre oder so.
Und zwar von den Zeitschriften Meine Familie und ich, glaube ich. Und da habe ich auch Ordner so aufgegliedert nach Monat. Es gibt 13 Auflagen im Jahr. Und ich habe sie so ein bisschen so gemacht, dass ich saisonell auch wirklich gucken kann. Also ich gucke dann wirklich im November. Und da gibt es viele Rezepte dann für Kürbisse und so. Und die Portionen gehen meistens auf. Und auf einer Portion stehen von 4 Personen. Und wir zu dritt sind, mache ich meistens mal die doppelte Menge. Normalerweise müsste ich 6 machen, aber ist egal. Suppen oder wie auch immer kann man ja einfrieren. Und ich schaue dann immer ein bisschen und ja. Und deswegen schreibe ich mir immer auf, Heft 11, 2020, Seite 16 war das Rezept. Und ich kann euch da sonst mal ein Foto einblenden. Und ja, und so plane ich eigentlich meistens immer meine, mein Essen. So, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. So, genau. Also weiter im Text. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass hier nicht richtig gerechnet worden ist. Und nicht am Ende des Videos. Oder am Ende der Wochenabschlusses hier dann wieder falsch liege. So, das stimmt auf jeden Fall. 11,25. Das stimmt hier auch auf jeden Fall. Und 3,89. Also gerade Lebensmittel sollte ich echt mal kontrollieren. Aber das passt. Also Ausgaben hatten wir diese Woche von 66,51. Das ist ja echt nicht viel. Und wir haben jetzt im Topf 583,49 €. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Ach. Und die Lady Freaky hat mich tatsächlich gefragt, wie ich das mache, dass wenn ich mir Sachen bei Amazon zum Beispiel bestelle, ich wirklich mit dem Kleingeld hantiere. Ja, eigentlich genauso, wie ich das hier auch mache. Ich wechsle. Also nehmen wir mal an, ich kaufe mir jetzt von meinem Spartopf jetzt was bei Amazon und ich muss jetzt da 4,99 € reinpacken. Dann wechsle ich hier mit dem Kleingeld. Deswegen sammelt sich hier immer Kleingeld. Und wenn ich das hier passend nicht drin habe, habe ich ja hier komplett meine Boxen. Hier sind 10 Cent drin. Hier sind 2 Cent drin. Und ich wechsle mir das einfach nur so, wie ich es wirklich dann brauche. So, damit das 1 zu 1 dann richtig ist. Deswegen habe ich auch manchmal in meine Wechselboxen hier auch dann Scheine drin, weil ich vielleicht ein Fünfer klein machen muss oder so. Ne, gerade zu Anfang des Monats passiert mir das recht häufig. Dann muss ich eben halt Scheine auswechseln und dann mache ich einen Fünfer klein. So, damit es dann natürlich alles seine Richtigkeit hat. Und dann mache ich mir 5 € in Münzen klein und dann habe ich es wieder so, wie ich es brauche. Genau. Dann bin ich da auch mal, glaube ich, mal kurz drauf eingegangen. So, weiter im Text. Ich lasse mich hier heute ablenken. Was ist denn los heute mit dir? Also, eins. 2, 3, 4, 5, das sind schon mal 500. 2, 4, 6, 7, 8, das sind 580. Oh, ist das viel. Das sind 83, 10, 20, 30, 40, das sind 40 Cent. Das gefällt mir nicht, das werde ich hier auch gleich auswechseln. 2, 4, 6, 8, 9. Das passt. Das sind 49. Also das geht schon mal auf, aber das hier gefällt mir nicht. Also mache ich das jetzt genau so. Guck mal, hier hat sich ein 50er versteckt. Da hat sie gar nichts von verloren. Der wird hier rein. So, also einmal auswechseln. Hier nehme ich mir 2 20er. Dann sind die hier bei 40 und die nehme ich raus. So, und hier sind das 9, dann kommt der wieder zurück. Und so. Und damit ich hier nicht zu doll klimper, packe ich das Geld jetzt einfach zur Seite und dann landet das wieder in meine Boxen. Und jetzt habe ich es mir genau so passend gemacht, wie ich es benötige. 2, 3, 20, 40, 5, 7, 49. Dann passt das. Für 8 Tage, 66,51. Ja. Ganz schön faul war ich einzukaufen. Ich hatte auch gar keine Lust einzukaufen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich Urlaub habe, dann mag ich nicht gerne unbedingt dann auch noch meine Freizeit im Einzelhandel verbringen. Also, seht es mir vor, aber ich glaube, das ist normal. So, dann gehen wir mal weiter zur Drogerie. Nee, hier hatte ich keine Ausgaben. Das ist sehr schön. Da kann ich einfach nur meine Linie ziehen. Also, zack, und im Topf sind noch 50, das ist ja nur Abschluss, um was wir neu budgetiert haben.
Dann gehen wir weiter zu Tabak. Da kann ich auch eine Linie ziehen. Und ja, da hat mir ein bisschen Ausgaben. Ich musste zum Beispiel auch wieder einen Stopfer neu kaufen, damit ihr unsere Zigaretten selber stopfen kann. Ich glaube, das Ding war bestimmt gefühlt 10 Jahre alt oder so. Haben ja auch bei Amazon bestellt. Und das habe ich dann auch natürlich verrechnet. Deswegen ist diesmal auch im Back-to-Bank ein bisschen was drin. Und das ist Budget November gewesen. Zigaretten einmal 6,25 plus der Stopfer von 12,44 und Amatabak und Hülsen von 21,89. Dann hatten wir hier Ausgaben von 40,58, alles im grünen Bereich. Ich habe 45 die Woche gerechnet. Dann bin ich ja mal gespannt. Dafür, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass unser Stopfer kaputt geht. Aber alles gut. So, dann sind wir bei 184,42. Und dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt dann auch stimmt. 50,1, 12, 14, 16, 18, das sind 180 Euro, das ist schon mal gut. 184, 20, 30, 40, 42, das passt, aber das gefällt mir wieder nicht. Und das nicht, also diese zwei 1-Cent-Stücke werde ich einmal mit einem Zweier austauschen. Und das wieder zu einem 20er. Und das hier mache ich in 2 Euro Stück rein. So, dann haben wir hier 184,42, dann passt das. So, und dann gehen wir weiter zu Katzen. Jo, hier hatten wir auch keine Ausgaben. Hatten ja Ende des Monats hier schon eigentlich gut gemacht. Ich glaube, das nächste, was passieren wird, das wird wahrscheinlich Säckis wieder sollen. Da habe ich ja nur ein bisschen was geholt, damit ich im Budget bleibe. Also 4 Pakete. Sonst hole ich meistens immer so 6 circa, damit ich da nicht so häufig hin muss. Aber hier hatten wir keine Ausgaben. Das heißt, im Budget sind immer noch 60. Das brauchen wir auch nicht kontrollieren. Das glaubt ihr mir ja. Dann gehen wir weiter zu Tickets und Parken. Genau, da hatte ich Ausgaben. Mein Mann sicherlich auch. Weil ich einen kleinen Ausflug zu meiner Schwester gemacht habe. Wer mir auf Insta folgt, der hat das mitbekommen, dass ich mich vom schlechten Wetter nicht abbringen lasse. Und dann bin ich mit dem Zug gefahren. Und genau, das ist Budget November, er einmal 2 und ich habe am gleichen Bahnhof geparkt. Also sind hier 4 Euro rausgegangen. Und dann haben wir im Topf noch 21, das zählen wir nicht. So, aber ich habe festgestellt, dass der Automaten auch 50 Cent Stücke nimmt. Da ist der neue Automat gekommen, eine Zeit lang war der kaputt. War richtig schön fürs Budget, weil wir nicht zahlen mussten. Aber ich glaube, da kann mein Mann, habe ich es ihm auch gesagt, mal mehr 50 Cent Stücke nehmen. Und dass ich dann nicht unbedingt immer die 2 und 1 Euro Stücke aufbrauchen muss. So. Und dann gehen wir weiter zum Haushalt. Ja, da hatten wir Ausgaben. Und zwar, was haben wir da geholt? Wir haben einiges geholt. Aber ich glaube, einen Teil werdet ihr auch hier sehen, weil ich einen Teil der Sachen als Haushalt abgebucht habe. Genau, die sehen ja gleich. Deswegen sind hier auch meine Bestellungen dran. Richtig. So, also, da haben wir im Haushalt. Das war der Monatsabschluss, das haben wir neu budgetiert. Also 37, soll ich gar nicht rechnen, 37,93 ausgegeben. Und wir haben noch 22,07 €. Und ich glaube, ja, ich habe ja gesagt, hier in den Videos zeige ich euch, was ich bestellt habe. Genau, 22,57 €, das passt. So. Und dann gehen wir weiter zu Freizeit. Oh, da habe ich 2. Dann muss ich mal kurz. Genau. Das habe ich unter Freizeit verbucht. Also Monatsabschluss, Budget November. Ticket online habe ich einmal bezahlt, 14,60 €. Und ich dachte, das wäre alle Zonen. Aber nein, irgendwann war die Zone zu Ende. Das habe ich. Oh, das war peinlich. Da war ich drin. Und eine Station, bevor ich aussteigen musste, kam der Schaffner oder die Schaffnerin. So.
Und die sagte mir, hä, aber Sie fahren doch schon ein bisschen länger. Ich so, ja, aber ich habe mir doch ein Tagesticket gezogen für hin und zurück von 14,60 €. Ja, aber das ging nur bis dieser Region und ab da hätten Sie nochmal ein Ticket ziehen müssen. Ich so, was? Oh, das war mir so peinlich, weil mein Mann arbeitet hier bei der Bahn. Und das war mir so peinlich. Und sie, ja, wo wollen Sie denn jetzt aussteigen? Ich so, jetzt, die nächste. Und sie, ja. Ich so, dann muss ich der Witzen für die Rücktour sein. Ja, dann muss ich mir jetzt gleich was, dann nochmal was, ein Ticket dann ziehen, wenn ich wieder zurückfahre. Und sie, ja, ich mache jetzt ein Auge zu. Also sie war echt ganz lieb, ne? Ich mache jetzt mal ein Auge zu. Oh, mir war das peinlich. Und ich mache jetzt ein Auge zu und dann ist gut, ich ausgestiegen, mein Mann erstmal. Ich so, oh Gott, das ist ja gar nicht mehr die VVS sozusagen, sondern das splittet sich und dann, oh. Und ja, auf der Rücktour habe ich dann nochmal ein Ticket gezogen. Ja, sehr schön, da wo ich ausgestiegen bin, am Bahnhof gab es kein Ticketautomat. Das heißt, ich musste dann eben halt einen Schaffner dann suchen auf dem Rückweg. Das habe ich dann auch getan und dann hat mich das nochmal 7 € gekostet. Das habe ich jetzt in Freizeit verbucht, weil ich weiß, überlegen bei Ticket und Parken, aber nein, ich habe das total vergessen gehabt, bin ich ganz ehrlich, dass ich dahin fahren wollte, meinem Urlaub zu meiner Schwester, weil sie hat ja einen süßen Baby gekriegt im Juli, genau, und ich habe es bis dato noch nicht geschafft gehabt, sie zu besuchen, aber ich meine, gut, das sind auch 2 Stunden Fahrt circa, ne, bis zu ihr ganz hin, aber trotzdem. Geschenk hatte ich schon längst geholt, so ist das nicht, aber ich war noch nicht bei ihr und das hatte ich mir vorgenommen, das im Urlaub zu machen. Und das war richtig schön, eigentlich total easy, die Strecke. Dann sind wir immer mit dem Auto gefahren, aber es ist echt angenehmer mit dem Zug. Du steigst ein, du hast eine Richtung, ich muss nicht umsteigen und gar nichts und finito. Also das war richtig gut, das war nicht schlecht. Gut, und ich habe das dann eben halt unter Freizeit verbucht, die 21,60 €. Und nicht von Ticket und Parken. Ja, dann den behalte ich noch mal hier, vorsichtshalber. Dann schauen wir mal, ob wir hier dann 100, das reicht ja auch noch, wenn wir essen gehen. Also Kino wird wahrscheinlich wieder nichts dran sein, ne? Aber haben wir Zeit für Kino? Ja, ich habe noch nicht meinen Adventskalender, weder für mich, noch für meinen Mann, noch für meine Tochter. Also ich muss mich da echt noch ranhalten. Letztes Jahr, glaube ich, hatte ich den schon im September oder so. Egal, wir werden schon was finden. So, 100, 11, 12, 25, 125, 2, 28, 40, das passt. Und dann sind wir mit dem ersten Bein hier schon mal fertig. Und dann gehen wir hier schon zum zweiten rüber. Wir gehen jetzt zur Gesundheit. Da gab es keine Ausgaben. Sehr schön. Genau, und diese Vorlagen fürs Menü fällt mir gerade ein. Die findet ihr ganz unten im Shop. Die unterste Kategorie, organisatorisches rund ums Haus oder so, habe ich das betitelt. Irgendwie so. Und da findet ihr die drin. Also ich weiß ja nicht, ob ihr auch so eine Menüplanung macht oder Essensplanung für die Woche, aber mein Kanal heißt ja nicht umsonst Organisation und Budget, also die Untertitelung. Auf meinem Kanal oben, mein Banner, so, das Wort hat mir gefehlt. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich bei Tanken. Ja, bei Tanken ist nichts passiert, sehr schön, kann aber nicht mal lange dauern. Also ich glaube, ich muss nächste Woche. Aber wir haben hier noch 170. War erst sogar überlegen, die Fahrtkosten vom Tanken. Aber ich sage, nee, das ist Freizeit. Familie besuchen, das ist meine Freizeitaktivität. Und dann habe ich gesagt, nee. Wo hättet ihr das dann getrackt? Also könnt ihr mir ja gerne erzählen, ob ihr das auch seht. Ja, ist Freizeit. So, Nägel ist noch nichts passiert, aber ich habe morgen, genau, morgen schon einen Termin. Also seht ihr mich hiermit zum vorletzten Mal, weil ich heute hier auch noch das Spielevideo drehe. Pienchen. Locker bleiben. So, hier ist also nichts passiert. Kann da trotzdem meinen Strich ziehen, damit ich dann nächste Woche nicht wieder durcheinander komme mit dem schönen Eichhörnchen und Igel-Tracker von Susan. Ach, die hat auf Insta einen hässlichen Igel-Video gezeigt. Ich liebe ja Igel, ne? Aber dieser Igel, der war ja echt unheimlich. Ich weiß ja nicht, ob er diesen, wie nennt sich das? Diese Story, genau, diese Story bei ihr gesehen habt. Der war ja nicht so schön. Also, Alter, ich wusste gar nicht, dass die Igel so lange Zungen haben können. Das sah nicht so schön aus. So,
Wo bin ich denn? Bei meinem Mann, bei meinem Kollege, wollte ich gerade sagen. Bei meinem Mann ist nichts passiert. Heftig. Okay, der hat noch seine 100. Uiuiuiui. Fleißig. So, 100. Aber bei mir. Ich habe richtig Asche gelassen. Ich habe eine Sammelbestellung gemacht. Ernsthaft, ich habe echt eine Sammelbestellung gemacht. Wieso habe ich denn hier noch so viel Geld dran? Habe ich das gar nicht rausgenommen? Muss ich gleich mal gucken. Kann sein, dass ich das vergessen habe. So, nochmal mal schauen. Ihr könnt sehen, Etsy, 63 Euro. So, das war es dann aber auch diesen Monat. So, Etsy, da sind 63 Euro rausgegangen und ich müsste noch 37 im Topf haben. Und jetzt könnt ihr es mal live sehen, wie ich das jetzt mache. Da sind noch 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist zu viel. 20, 30, 35 nehme ich. Jetzt werde ich mir den Fünfer hier einmal wechseln. Ich kann dann auch schauen, ob ich ein Back-to-Bank. Also eigentlich muss ich ja hier 20, 30, 35. Gucken, ob ich hier 5 klein machen kann. Und sonst mache ich das wieder in meiner Kleingeldbox. Habe ich hier 5 Euro klein? Ja. Also nehme ich jetzt 2, 4 und 5 hier raus. Das ist egal, brauche ich nicht. So, 37 brauche ich jetzt drin. Und das Geld kommt jetzt im Back-to-Bank. So, und hier müssen wir 20, 30, 35, 37, das war einer zu viel. Und wieder zurück. Überwiesen habe ich das. Ja. Ne, überwiesen habe ich das nicht. Das geht ja so ab. Das soll ich aber nicht überweisen. Jetzt kam ich durcheinander mit meinem Tagesgeldkonto. Ich erzähle Blödsinn. So. So. Und hier muss ich das jetzt auch noch mal tracken. Und das läuft dann so. Mache ich einfach, warte mal, wann habe ich das bestellt? Am 3.11. Und zur Pina schreibe ich jetzt plus 63. Und dann habe ich hier jetzt im Topf 27, 43 plus 63, 90,43 Euro. So. Weil das muss ja aus meinem jetzt raus. So viel Geld habe ich ja nicht mehr. 20, 40, 50, 60, 70, das passt. So, dann habt ihr diese Transaktion auch mal gesehen. Dann gehen wir weiter zu Extras. Ist da was passiert? Nö. Sehr schön. Dann haben wir im Topf noch 50. Dann gehen wir weiter zu Gewerbe. Ja, da sind Ausgaben gewesen. Und zwar habe ich bei Amazon was bestellt. So, das war Monatsabschluss. Das ist, was ich neu budgetiert habe. Da sind Ausgaben gewesen von 37,46. Und im Topf haben wir noch 12,54. Hier der Zehner, 12,50. Und zwei Zweier, 54. Das passt. Kann man hier schon einen Teil sehen, was ich bestellt habe? Kann sein. So, das werde ich euch zumindest dann auch zeigen. Zumindest ein Teil. So, und dann gehen wir weiter zur Reserve. Das ist unangetastet, auch sehr schön. Hoffentlich bleibt es auch so. Ursprünglich war ja der Plan dieser Reservetopfes, weil wenn ich mal Geld gebraucht habe, ich glaube, ich habe euch ja mal erzählt, dass wir die Apple Watch von meinem Mann war ja mal kaputt gegangen, dann war uns der Fernseher kaputt gegangen. Und immer wenn ich im Spartopf eigentlich nicht genug angespart habe, im Technik oder so, dann musste ja immer meine 52-Wochen-Challenge hinhalten. Und ursprünglich war meine Idee eigentlich für diesen Reservetopf, dass der, wo kann ich euch das zeigen? In meiner Planung. Was der eigentlich ursprünglich gedacht war, dass ich den in den Spartopf auch noch anlege. Die 52. Statt immer an die 52 Wochen Challenge.
Challenge ranzugehen. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, diese Idee habe ich wieder verworfen, weil irgendwann soll ja die 52-Wochen-Challenge ja fertig sein und dann wird das Geld ja automatisch dann wieder reingenommen. Klar, ich habe dann keinen richtigen Puffer, den ich irgendwie verwenden kann, wenn ein Spartopf nicht genug da hat, wonach ich greifen kann. Und da bin ich echt überlegen, wie ich das mache. Kann aber auch sein, dass ich einfach von der 52-Wochen-Challenge, wenn ich die beendet habe, davon einen Teil abknöpfe, was weiß ich, vielleicht 500 Euro, und den dann einfach in meinen Spartopf als Puffer tituliere, dass der dann auch greifen kann wie mein Reservetopf. Genau, so vielleicht meine Idee. Ich sollte sie mir vielleicht aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Ich und mein Hirn. Moment. Weil ich die Idee jetzt gerade ganz gut finde. Ich wollte mich die ganze Zeit schon überlegen, wie ich das mache. Geld nehmen für Puffer. Neubeendigung. Ich notiere mir das mal so. Ja. Ich habe zwar für 2024 keine Planungsseite eingeplant, aber mal schauen. Noch greift ja diese Seite, weil ich das Buch ja noch in 2024 auch noch verwende. So, und dann gehen wir weiter zu ungeplant. Hier ist natürlich nichts passiert. Das finde ich auch sehr schön. Und da freue ich mich auch bald, dass der hier rauskommt. So. Und dann haben wir das jetzt soweit beendet. Und dann kommen wir jetzt zum Zusammenrechnen. Ne? Dann wollen wir mal schauen, wie viele Ausgaben wir hatten. So, 66, 51. €271,08. Das ist ja okay, würde ich sagen. Also, im Topf hatten wir gar nichts. Ich habe vergessen, das zu übertragen. Mal wieder. Also, das schneide ich aber raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann habe ich das schnell übertragen. Und jetzt könnt ihr einmal gucken. Den lasse ich noch hier. Also, im Topf hatten wir 2050 minus die 271,08 €, dann sind wir hier bei 1778,92 €. So, und jetzt wird das überprüft. Ich finde November echt schön. Ich weiß, man kann das mit dem Dunklen hier nicht ganz so gut sehen. Normalerweise war ich überlegen, weißen Stift zu nehmen, aber habe ich gedacht, nee. Einen weißen Friction-Stift gibt es nicht, den ich sortieren kann. Könnten Sie auch mal erfinden, ne? Bin ich der Meinung. Weil dann kann man auf dunklen Sachen auch mal schreiben. Also ich denke mal nicht, dass Pilot meine Videos sieht, aber ich glaube, ich wäre die Erste, die so einen Stift auch kaufen würde. So, egal. Wir wollen es jetzt wissen, ne? Also ich starte jetzt. Ja, 542,49 €. Ich hab's geschafft. Ja, am Anfang des Monats ist es immer nicht so schlimm. Ende des Monats, dann geht es schon. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, wie gehabt, ich bin ja echt überlegen, ein neues Lied rauszusuchen. Zumindest für Januar oder so. Aber noch habe ich nichts Schönes gefunden, was mir gefällt. Aber mal schauen. Ich werde noch weiter suchen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis Klicks.
So, jetzt nehme ich schon 1 Minute 17 auf, plus 10, 1 Minute 27 oder so. Dann wird es noch ein bisschen gezimmt oder so. Also ich werde in den Wochenabschlüssen eh immer um die 1 Stunde 30 sein, weil zum Teil ist es wirklich so, ich gucke dann, dass ich natürlich mit euch die einzelnen Tabellen mit dem Budget Sheet durchnehme. Und das habt ihr mir ja deutlich gesagt, das soll ich ja nicht ändern. Klar, ich könnte das wie die anderen machen, mir das alles schon vorher ausrechnen und dann gehe ich mit euch einfach die Steps durch. Dann ist das Video wirklich kompakter und viel schneller durch. Aber das werde ich nicht ändern, weil das ja eigentlich das ist, was mein Kanal eigentlich so ein bisschen, ja, sich abhebt von den anderen, weil ich das ja wirklich mit euch live durchnehme. Weil ich finde, dass man so wirklich am besten ja auch lernt, wie man mit seinem Budget eigentlich arbeitet. Das ist so am plausibelsten, finde ich. Könnt ihr mir natürlich unten in den Kommentaren mal schreiben. Aber deswegen wird mein Wochenabschluss nie wirklich eine halbe Stunde dauern. Das kriege ich gar nicht hin. So, aber ich habe das jetzt übertragen. Und dann würde ich sagen, wir haben noch einen Restbestand von 1778,92. Ich kann jetzt noch mal gucken. Wir haben jetzt im Topf noch 483,49 € und wir haben jetzt noch 3 Wochen durch 3 194,49 €. Damit kommen wir aus. So, also gut. Das heißt, wir können jetzt zu meiner neuen Seite zum Vergleich. Letzten Monat. Dieser Monat. Und ich habe tatsächlich die andere Tabelle, die sich auch Lady Freaky, glaube ich, gewünscht hat, hier für mich nochmal mit eingebunden. Und da werde ich mal schauen, was für mich dann so am besten funktioniert. Ich habe hier rechts auch schon meine Dezember-Vorlagen liegen, weil dieses Video wird auch demnächst gedreht. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt meine Spartöpfe hier schon auf den neuesten Stand bringe. Weil ich die ja, falsches Buch, weil ich die ja hier auch schon für 2024 fertig machen muss. Und ich die Kategorie ja hier noch gar nicht eingebaut habe. Ich weiß nicht, ob das Video vorkommt, aber ich denke mal eher nicht. Weil hier muss ich noch ein bisschen mit Bleistift vorarbeiten. Und ihr könnt mir ja gerne mal erzählen, ob ihr wollt, dass ich euch da mitnehme und so ein Gestaltungsvideo draus mache. Oder ob ihr sagt, nee, es reicht wirklich, wenn du mir das Endergebnis zeigst und dann ist gut. Genau, aber ja, eins von beiden wird folgen, weil da muss ich auch langsam meine, ja, SF1 auch planen. Gut, also nicht weiter sappeln hier, Mäuschen. Wir wollen die Spartöpfe uns anschauen, was wir da für Ausgaben hatten. Vielleicht ist es ja für das Video besser, sogar wenn ich die Spartöpfe vielleicht schon vorher so tracke. Da könnt ihr mir echt unten mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das am liebsten ist. So, ich schnappe mir aber auch hier meinen Zettel, drehe das Ganze einfach jetzt mal um und dann gehen wir hier mal die Spartöpfe durch. So, was habe ich denn hier wieder eingebaut? Achso, mal erstmal gucken, was ich wieder gemacht habe. So, bei meiner Tochter gab es keine Ausgaben. Ich glaube, die Linie werde ich dann einfach mal rausschneiden, wenn sie vorhanden ist, und weil das wisst ihr ja eigentlich, wenn da keine Ausgabe war, dann bleibt das alles so. So, dann wird das Video auch ein bisschen kürzer. So, Arbeit ist nichts passiert, Beauty ist nichts passiert, Büro ist was passiert, genau. Aber da ist ja nur was eingezogen, weil ich habe ja die Töpfe, die ich bar habe, schon mal verstopft. Das Einzige, was ich nicht verstopft habe, ups, da fällt mir gerade ein, ich habe das hier nicht abgehakt, ne? Ja, ich muss die 60 mal schnell hier abhaken. Genau, weil ich hier einfach nur die verstopft habe, die hier bar sind. Ich habe mir hier auch einen kleinen Vermerk gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann auch relevant ist für den nächsten Monat, weil ich ja im Abschluss beachten muss, wenn ich Geld verstopfe von den variablen Kosten, dass ich sie in der Endabrechnung nicht mit anrechnen darf. Da kam ja vom Haushalt was rein, von den VR, und vom Gewerbe ja auch was rein von den VR. Aber hier ist es ja erstmal irrelevant, weil ich den Anfangsbestand ja eh nicht in der Abschlussrechnung beachte.
genau den Anfangsbestand, sondern immer nur das, was neu ist. Aber das werde ich dann mir anschauen. Ich habe mir das nur für mich als Vermerk gemacht für Ende des Monats. Ob ich das benötigen werde, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Aber nur, dass ich das im Hinterkopf behalte. Oh, meine Finger. Von mal. Müsst ihr jetzt mit leben und ich auch. So. Gut, Friseur ist auch noch was dazu gekommen. Da ziehe ich jetzt auch meine Linie. Gesundheit ist nichts passiert. In Haushalt ist ja auch nur was dazu gekommen. Aber hier in diesem Topf sind keine Ausgaben gewesen, nur in den Variablen. Genau. Katzen ist nichts passiert, bei Reparatur ist nichts passiert, bei Silvester ist nichts passiert, bei Tierarzt ist nichts passiert und bei Umzug ist nichts passiert. Ich glaube aber, in einem Topf hatten wir Ausgaben. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich weiß, es kommt noch. So, hier ist ja erstmal noch nichts passiert. In Auto nichts. Balkon habe ich es neu angelegt. Der ist ja eh noch auf Null. Geschenke ist nichts passiert. Gewerbe ist auch nur was da hinzugekommen. Die 10 Euro. Die sind online auch schon eingegangen. Ach so. Ah ja, stimmt. Weil das war ja vom Oktoberabschluss. Genau. Nicht vom Restbestand vom November. So. Hier ist Falschgeld drin. Ein Zehner. Bei Kleidung ist auch nur was dazugekommen. Extra Budget. Aber das habe ich ja noch nicht verstopft. Genau. Also bleibt das noch so. Notgroschen ist nichts. Passiert noch nicht. Da kommt ja auch noch Geld zu. Und genau. Wir hatten hier Ausgaben. Ich habe mir in Technik. So. Technik. Einen gebrauchten Monitor gekauft. Vom Arbeitskollegen meines Mannes. So. Genau. Da sind 100 und im Topf sind noch 207,01 €. Das heißt, das Geld ist rausgegangen und ein Adapter fürs Handy, der Adapter von meines Mannes, ist kaputt gegangen, sehe ich gerade. Das heißt, hier sind es nicht 100, sondern dann sind im Techniktopf 112,99 € rausgegangen. Genau. Das müsste aber jetzt auf 210 habe ich es aufgerundet. Das passt hier soweit. Dann habt ihr das auch gesehen. Und jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich das hier im Techniktopf auch geändert habe. Technik habe ich wo? 22,23. Ich versuche mir das hier anzueignen. So, das stimmt. Und dann gehen wir weiter. In Urlaub ist nichts passiert. In Weihnachten noch nicht. Ich habe noch gar nichts besorgt. Aber ich muss Geschenke. Ich muss mir ein Vermerk machen. Beim Video drehen werde ich mir dann Notizen. Schnappe ich mir immer einen Zettel. Alles, was ich gesagt habe, was ich mir merken muss. Und dann schreibe ich mir das mal auf. Ich muss noch für meinen Neffen ein Geschenk kaufen. Weil der hat im November Geburtstag. Und ja. So, in Wohnung ist nichts passiert. In Wünsche ist was passiert. Genau. Und zwar hat mein Mann ein neues Handy. Bei der DB ist es ja so, dass er alle 2 Jahre sich ein neues Handy kaufen kann oder besser gesagt geben lassen kann. Und in 2 Jahren aus Rhythmus kann er dann immer entscheiden, ob er das behält und eine Abschlussrechnung oder ob es wieder austauscht. So. Und da braucht mir einige Sachen, Handyhülle, Popsocket und er hat sich dieses neue iPhone 15 da geholt. Genau, und was hat er sich dann noch geholt? Achso, und so eine Schutzfolie. Genau, weil wenn das kaputt gehen sollte und er das Handy abgibt, dann müsste natürlich die Reparatur bezahlen. Und da braucht er natürlich so eine schöne Panzerung für das Handy. Genau, und ich bekomme sein altes, ist aber noch nicht umgestellt, weil er hat, glaube ich, noch den alten iPhone. Keine Ahnung, zumindest ist meins älter. So. Genau, das hat er sich gekauft. Handyhülle etc. Das hat uns in Wünsche, das habe ich jetzt nicht gesehen, das aus Technik zu bezahlen, weil das für mich zwar Zeug ist für die Technik, aber es ist keine Technik. Versteht ihr, was ich meine? Also da bin ich auch wieder so ein bisschen eigen. Und ich habe gedacht, nee, okay, das bezahlen wir jetzt von Wünsche und fertig, habe ich mir gedacht. Und das sind jetzt 43,65 und im Topf fahren wir dann noch 256,35. Habe ich das hier auch schon angepasst? 250,60, ja. Habe ich aufgerundet auf 260.
Jetzt muss ich nur einmal gucken, ob ich das im Wünsche auch vermerkt habe. Nein, habe ich nicht gemacht. Gut, dann einmal gucken. So, das dazu habe ich gemacht. 29.10. Nö, falsch. Falsch, 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 falsch. 4.11. So, genau. 256,35. Dann passt das auch. Und ich glaube, hier gab es dann auch nicht keine Ausgaben mehr. Nachzahlung, genau. Dann sind wir hier schon am Ende. Also farbe ich das hier einfach mal schnell ein. Ich glaube, hier nehme ich mal einen schönen Grünton. Und das mache ich dann gleich im Schnelldurchlauf. Einfach einmal. Und beim Zusammenrechnen sehen wir uns dann wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier in den Spartöpfen an Ausgaben hatten. Und das waren 112,99 plus die 43,65, 156,56,64. So, dann haben wir das auch. Und hier zum Anschluss wollte ich euch eigentlich einmal zeigen, was noch, was ich gekauft habe, da wir jetzt drüber geredet haben. Ich weiß, das Video ist ja schon wieder 1,5 Stunden lang, aber ich denke, mit Schnitt und so, dass ich knapp über eine Stunde kommen werde. Also mal schauen, ob das aufgeht. Meine Planung hier, oha, das ist ja was. Gut, aber den Wochenabschluss haben wir fertig gemacht. Wir haben an alles gedacht. Und ja, dann schauen wir mal, was hier eingezogen ist. Dann gehen wir mal zum angenehmeren Teil. Also Einnahme hatte ich diesen Monat keine. Diesen Monat, ja, angefangener Monat, hatte ich keine noch. Und deswegen ist das so. Ist ja noch recht frisch, 8 Tage ja erst. Und dann zeige ich euch jetzt einfach, was hier eingezogen ist, was ich mir bei Amazon bestellt habe. Ich räume in der Zwischenzeit ein bisschen auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Dann kommen wir jetzt mal zum angenehmeren Teil, damit ihr auch seht, wo meine Ausgaben so ein bisschen hingeflossen sind. Und ich habe mir für den Haushalt, das packe ich auch gleich mal ohne euch aus. Das ist nämlich riesig. Das baue ich nämlich auch schon. Gleich einen Kalender gekauft, den ich eigentlich letztes Jahr auch hatte. Und zwar 4 praktische Sticker. Die sind dann mit bei. Weisheiten für das ganze Jahr. Ich habe genau den gleichen gehabt letztes Jahr. Und ich mag den total, weil ich ein paar Spalten brauche. Ich kann euch jetzt zeigen, den habe ich sonst in meiner Küche stehen. Das ist immer eine Spalte für mich, eine Spalte für meine Tochter, eine Spalte für meinen Mann. Jetzt fahren wir auch unsere Schichten ein, damit die untereinander so ein bisschen auch sehen, wo wir sind. Und wir eigentlich auch so einen Überblick haben. So kommunizieren wir auch ein bisschen. Dann habe ich eigentlich noch eine Spalte für Extras. Hier trage ich nämlich immer ein Wurmkur für die Katzen, Halsband, wann es gewechselt werden muss und so. Und hier ist die letzte Spalte immer für Geburtstage. Ich werde euch nochmal ein Bild einblenden von, ja, wie wir das zur Hand haben, damit ihr mal das an der Wand sehen. Eigentlich normalerweise habe ich den schon immer im Oktober, habe ich aber auch wieder verschwitzt. Und wir haben jetzt die Wurmkur gegeben, alle 3 Katzen. Und ich wusste nicht, wo ich das eintragen sollte, also habe ich das im Haushalt natürlich gleich bestellt, weil das ist etwas, was wir für den Haushalt benötigen. Und dann werde ich auch im November damit auch schon starten. Und hier sind immer so schöne Sprüche, auf der Dauer zufrieden zu sein, das gelingt nur dankbaren Menschen. Genau. Und ich finde das immer so schön und da habe ich jeden Monat immer so einen anderen Spruch. Hier zum Beispiel mal Beispiel, manches wird erst gut, wenn ihr es gut sein lassen. Genau. Und hier sind meistens auch mal ganz hinten so ein paar Federnplanung nach Bundesländern natürlich. Und dann sind hier auch noch ein paar Sticker mit bei.
wo man sich das auch noch nutzen kann. Ich benutze den immer gerne für meine Urlaubsplanung, die ich machen möchte für das neue Jahr, für meine Arbeit. Und ja, der ist hier auch mit bei und deswegen ist dieser Kalender hier natürlich eingezogen. Ich habe ihn euch natürlich auch unten verlinkt. Da könnt ihr gerne auch reinschauen, wenn ihr wollt. Und genau, beiliegend mit allen Fesentermine für euren Kühlschrank steht hier auch. Das heißt, man kann ihn natürlich auch an die Pinnwand machen. Ja, finde ich nicht schlecht. Und hier diese Spalte, die nutze ich immer gerne für die Fesienzeiten. Hier markiere ich mir das immer mit Marker und dann schreibe ich immer rein Weihnachtsfesen, Osterfesen. Und ja, Feiertage und alles ist hier natürlich auch drin. Und dieser Kalender ist wieder eingezogen. Zum Thema Organisation. Genau. Und für mein Whiteboard brauchte ich wieder neue Stifte, die ich hier auch an meiner Mikrowelle oben genau ranpinne. Die gehen nämlich langsam aus. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt natürlich die aufmache, zeige ich sie euch, weil ich eigentlich sie schon längst hätte verwenden müssen. Und hier sind auch verschiedene Farben, weil wir verschiedene Kategorien auch. Lebensmittel hat eine Farbe, Drogerie hat eine andere Farbe. Und wir schreiben immer auf, was wir benötigen. Und wir haben hier auch einfach einen ganz normalen Filzer hier vorne. Ich kann euch mal die ganzen Farben zeigen, die es hier so gibt. Genau, einmal in Schwarz, einmal in Orange, Grün, Rot, Lila, Blau, noch ein Grün, Hellgrün und ein Braun. Und die sind magnetisch und die pinne ich dann da immer an. Und wenn wir was schreiben wollen, dann können wir so immer kommunizieren. Kehrwoche und so. Also diesen Whiteboard, den benutzen wir sehr häufig. Klar, an diesen Ecken in der Küche, da sollen eigentlich zwei andere Schränke noch ran. Und dann wird wahrscheinlich ein neuer Whiteboard einziehen. Den Whiteboard, den ich gerade aktuell benutze von dieser Marke, den gibt es nicht. Es gibt noch andere Alternativen, aber da habe ich noch nichts unten verlinkt. Aber ich finde für die Kommunikation intern eigentlich mal nicht so schlecht, weil auch wenn er etwas leer geht, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Video schon mal erwähnt, da schreiben wir das auf und dann bei der Einkaufsliste kontrollieren wir eben halt, wenn ich die Menüplanung mache, was ich eh kaufen muss und dann gehe ich zum Whiteboard, dann gucke ich, was uns noch fehlt und dann brauche ich eigentlich nur noch so ein bisschen Trockenlager, Kühlschrank eigentlich gucken. Eigentlich Trockenlager nicht so. Ich gucke da meistens mal im Kühlschrank, was noch fehlt, bei den Katzen, was noch fehlt. Wo das steht eigentlich meistens auch schon am Whiteboard dran, weil sobald etwas leer geht, wird es ja nicht rangeschrieben. Eigentlich Drogerie. Ich gehe da nochmal zu den Drogerie-Sachen und schaue, was da noch fehlt, Toilettenpapier oder so. Wo bei den Drogerie bin ich echt überlegen, ob ich da in der Küche mir noch so eine Liste mache, die da rankommt und oder so ein kleines Whiteboard, wo man sich das da auch noch gleich aufschreiben kann, wenn da was leer geht. Weil das, finde ich, wäre auch eine Zeitersparnis, wenn jeder irgendwie das gleich aufschreiben kann im Bad direkt. Aber da bin ich noch ein bisschen am Planen und am Organisieren. Genau, das ist auch reingezogen. Und dann haben wir noch für den Haushalt eigentlich nur noch Staubsaugerbeutel für meine Robby bestellt. Ein 12er Paket, genau. Ich weiß ja nicht, wer den Robocop oder wie das Ding sich nennt, auch hat. Da habe ich das auch nochmal bestellt. Das habe ich aber jetzt nicht verlinkt. Das waren so mehr Haushaltsartikel. Klar hätte ich jetzt auch über Drogerie abbuchen können, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist Haushalt. Da kaufe ich immer so ein Set von 12 Stück und ich habe da erstmal ein bisschen Ruhe. Genau, und das ist auch noch eingezogen. Genau, und dann habe ich noch vom Gewerbe eben halt mir endlich ein paar Magnete bestellt. Die hatte ja auch die liebe Annette verlinkt. Und die sollen das richtig schön stark sein. Und da habe ich, glaube ich, jetzt 80 Stück oder so. Sehr schön. Habe ich mir ein bisschen eingedeckt und ja, die sehen auch gut aus. Zwei werden natürlich für die Gewinnerin noch gepackt. Also zwei Stück, also zwei Paar, so. Und die sind hier auch eingezogen. Und wie ich euch erzählt habe, habe ich mich wieder eingedeckt. Weil meistens, wenn ich dann Videos schneide oder Plan mache, wann welches Video wohin kommt, dann laufe ich wirklich mit meinem ganzen Kalender hier rum. In 0,5 habe ich nur dieses hier da. Und habe ich gedacht, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich mich wieder eindecke. Und das habe ich auch getan. Und das war auch so ein Set. Und hier habe ich jetzt 0,5 alle Farben.
Und ja, kann sein, dass ich mir dann irgendwann, ich war eigentlich der Meinung, dass da Minen mit bei waren, aber dann habe ich mich wohl verguckt. Zumindest habe ich jetzt endlich wieder zwei blaue Töne. Guckt euch diesen Unterschied an von meinem Ersatzfummel hier oben. Der ist ja echt schon ausgelutscht. Ja, der bleibt hier. Einer wird in meinem Büro landen und die anderen zwei. Also zwei blaue sind dabei, ein roter 0,5, ein grüner und ein schwarzer. Und dann habe ich mich hier auch wieder eingedeckt. Einer wandert jetzt rüber. Ich glaube, einen gebe ich vielleicht meine Tochter oder so. Die schreibt damit mich eigentlich auch ganz gerne. Und dann habe ich mich damit auch ein bisschen eingedeckt. Und die packe ich mir jetzt hier mal rein. Und dann habe ich wieder welche. Ich glaube, in 0,5er muss ich mir aber ein paar Minen noch bestellen, oder? Blau habe ich. Ja, nö, 0,5 blau habe ich noch. Und eigentlich mehr als blau benutze ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr ja schauen. So. Gut. Dann wird hier mein Fach auch immer dicker. Sehr schön. Und das ist eigentlich das, was so relevant war. Und dann sind wir auch schon zum Abschluss gekommen. Ich habe mich wieder ein bisschen eingedeckt. Das finde ich sehr schön. Die Magnete packe ich hier oben oder packe ich sie in meine Spielebox? Nee, ich glaube, ich lasse sie mal hier. Da werde ich bestimmt öfters mal rangehen. Ja. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, wir sind endlich zum Abschluss gekommen, meines Wochenabschlusses, 1 im November. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht, genauso wie mir. Ich bin zufrieden für meinen ersten Abschluss. Kann von mir aus so weitergehen, wo es ist rauszusehen. Der November wird richtig teuer werden, weil ich muss jetzt auch demnächst auch starten. Ich meine, gut, der erste Advent und der zweite Advent, die fallen diesmal ja im Dezember. Ich war schon echt irritiert, so, hä, ist nicht eigentlich Ende November immer der erste Advent? Nein, diesmal ist der erste Advent der 3. Dezember. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber Fakt ist trotzdem, ich muss bald Weihnachtsgeschenke bestellen und Geburtstagsgeschenke bestellen für, ja, meine Familie und meine Tochter. Und ja, dementsprechend geht das ja bald in die Planung, auch fürs neue Jahr. Und ich würde sagen, das war's dann. Ich brauche das gar nicht weiter in die Länge ziehen. Danke, dass ihr es reingeschaltet habt. Gebt mir gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal und kommentiert gerne unten. Ich tausche mich ja sehr gerne mit euch aus. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen schon wieder zu meinem Spielevideo. Und bleibt gesund, haltet euch warm und bis bald. Bye!